Dieses Immobilienvideo wird Ihnen präsentiert von Bachmann Immobilien, Ihrem Videomakler in Berlin und Umgebung. Adlershof ist ein Ortsteil im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick. Hier befindet sich dieses modernisierungsbedürftige Einfamilienhaus mit 3 Zimmer. Das kleine Einfamilienhaus bietet auf einer großzügigen Grundstücksfläche von ca. 703 Quadratmetern ausreichend Platz für 2 bis 3 Personen. Das Haus wurde ca. im Jahre 1936 erbaut und von ca. 1978 bis 1986 erweitert. Ein gepflasterter Weg führt sie zum überdachten Hauseingangsbereich. Hier empfängt sie einen Flur, der Platz für eine Garderobe bietet. Rechter Hand vom Flur befindet sich ein deckenhoch gefliestes Badezimmer mit Pfanne und separater Dusche. Ein Waschmaschinenanschluss ist ebenso vorhanden. Über eine Schiebetür gelangen Sie in die Küche. Die Küche ist mit Küchenmöbeln und einigen Elektrogeräten ausgestattet, darunter ein Backofen mit Ceran-Kochfeld und ein Geschirrspüler. Es ist Ihnen überlassen, ob Sie die Möbel weiterhin nutzen möchten oder ob stattdessen eine neue Einbauküche entsteht. Der Boden der Küche wurde gefliest. Im Wohnzimmer können Sie Ihren Gestaltungsideen freien Lauf lassen. Der Boden wurde mit einem PVC-Belag ausgelegt. Teilweise verfügt die Immobilie über elektrische und mechanische Außenrollläden. Das Wohnzimmer hat einen Zugang auf das Grundstück. An schönen Tagen kann ein überdachter Freisitz genutzt werden. Dieser lädt zu Grillabenden mit Freunden ein oder bietet ein schattiges Plätzchen an heißen Tagen. Über eine Treppe im Flur gelangen Sie in das Dachgeschoss. Hier befinden sich 2 weitere Zimmer, die sich gleichermaßen als Schlaf- oder Arbeitszimmer eignen würden. Das Schlafzimmer im Dachgeschoss ist nicht beheizt, verfügt aber über einen praktischen Einbauschrank in der Dachschräge. Im Dachgeschoss befindet sich ein weiteres Badezimmer, das mit einer Dusche, einem WC, einem Handwaschbecken, einem Spiegelschrank und einem Dachflächenfenster ausgestattet ist. Das 2. Zimmer lässt sich beliebig nutzen. Über eine Treppe im Flur gelangen Sie in den Teilkeller. Der Keller bietet einen Flur und 3 zusätzliche, kleinere Kellerräume. Der Flur bietet Stauraum für Haushaltsgeräte
oder eine zusätzliche Waschmaschine oder eine Gefriertruhe. Im Heizungsraum befindet sich die Ölheizung mit Warmwasserspeicher, circa aus dem Jahre 1995. Der Heizungsraum beinhaltet außerdem ein WC mit Hebeanlage, ein Waschbecken, die Wasseruhr und der Gartenwasserzähler. Angrenzend befindet sich ein weiterer Raum mit einem ca. 4000 Liter Öltank. Der Raum bietet zudem Platz für weitere Unterbringungsmöglichkeiten von Gegenständen. Der dritte Raum im Keller kann vielfältig als Werkstatt oder Hobbyraum genutzt werden. Dieser hat einen Zugang in den Garten. In einem Holzgeräteschuppen finden kleinere Gartenmöbel oder Geräte ihren Platz. Auf dem Grundstück wurden einige Obstbäume wie ein Apfelbaum und eine Süßkirsche gepflanzt. Zahlreiche Himbeer- und Brombeersträucher sind ebenso vorhanden. In einem Gewächshaus können Tomaten angebaut werden, während ein zusätzliches Gemüsebeet Platz für weitere Anbaufläche bietet. Nach getaner Arbeit lädt ein Teich mit Fischen zum Entspannen ein. Damit Ihr PKW nicht nass wird, befindet sich auf dem Grundstück eine Garage mit Licht und Strom. Haben Sie sich so Ihr neues Zuhause vorgestellt? Dann kommen Sie nach Berlin-Adlershof. Ihr Einfamilienhaus wartet hier auf Sie. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Bachmann Immobilien, Ihren Videomakler in Berlin und Umgebung. Häuser sind nicht weit draußen, Träume stehen nicht im Stau. Bilder kommen zu Ihnen, Videomakler TV. Wir bringen Immobilien nach Hause.